Moins Leute, Kenny hier und das, was ihr hier gerade seht, hat mich echt vom Hocker gehauen. Und zwar ist das Ganze ja eine Tech-Demo der Unreal Engine 4 auf der E3, ja. Unreal Engine 4 ist halt eine Engine, wie es der Name schon sagt, von Epic Games. Und ich habe die Engine jetzt schon mehrmals erwähnt, weil ich die möglicherweise Engine von den neuen COD-Teile handle für die Next-Gen-Konsolen. Ja, weil irgendwas muss ja Activision machen und das da ist für mich, wenn ich jetzt für mich selber überlege, die logischste Lösung. Ihr seht hier, die Grafik von diesem Ding da ist echt Wahnsinn. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächste Generation der Konsolen wirklich so geil aussehen könnte, ja. Also wenn man da die Lichteffekte und alles sieht, ne, und diese Lava hier, die so gut modelliert ist, das ist echt der Wahnsinn. Also da hat mich schon echt vom Hocker gehauen und ich weiß auch nicht, ob sowas auf dem PC möglich ist, ja. Die große Stärke der Konsole ist nun mal, dass die Hardware einheitlich ist, ja, und somit ist das Betriebssystem viel, viel mehr abgestimmt und auch die Spiele sind viel mehr für diese Hardware abgestimmt. Ihr müsst bedenken, am PC gibt es ja tausende, Millionen verschiedene, was weiß ich, Hardware-Komponenten, die alle funktionieren müssen, ja. Und deshalb kann man da nicht so viel aus dem System rausholen wie auf einer Konsole. Wobei man jetzt sagen muss, die Konsole ist mittlerweile am Ende, ja. Es kommt ja jetzt auch die nächste Generation, ja, und ich denke echt, dass dann sowas wie das hier möglich ist. Ob es dann auch auf dem PC möglich ist, weiß man nicht, ne. Also im Moment sind wir ja so an dem Punkt angekommen, wo die Konsole den PC einbremst, ja. Und was jetzt wirklich schon auf dem PC möglich ist, weiß keiner, ja. Ob Crysis 3 und Battlefield 3 jetzt ab Maximum ist, weiß niemand, ne. Weil, wie wir haben die wirklich jetzt in die PC-Version reingesteckt. Aber nun gut, das hier ist halt auch schon so gut wie fertig, ja. Schaut euch diese Umgebung an, das ist der totale Wahnsinn. Also wenn so die Zukunft der Spiele aussieht, dann richtig geil. Und ihr könnt ja mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Also ich finde, das sieht richtig geil aus. Haben sie gut gemacht von Epic Games. Und das war jetzt eigentlich auch schon alles. Das hier ist jetzt vorbei. Ihr könnt ja mal bewerten, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.